Willkommen im Modo. Wir von der Forschungsgruppe Ökotechnologie zeigen und erforschen hier mögliche Lösungen, um Wasser und Nährstoffe im Kreislauf zu führen. Der Modo benötigt keinen Energie-, Frischwasser- oder Abwasseranschluss. Hier im Waschraum entwickeln wir einen Wasser- und energieautarken Waschsalon. Das Abwasser von der Waschmaschine wird ressourcenschonend direkt im Modo gereinigt und wieder zum Waschen verwendet. Wasserverluste werden durch Regenwasser vom Dach aufgefüllt. Die Energie stammt aus einer Photovoltaikanlage. Hier im Toilettenraum zeigen wir, wie eine Trockentrenntoilette funktionieren kann. Urin und Fäkalien werden ohne Zugabe von Wasser separat gesammelt. Der Urin gelangt in einen Tank unter dem Wagen. Die Fäkalien gelangen über ein Fußpedal betriebenes Förderband in den Raum hinter der Toilette. Außerhalb des Wagens produzieren wir aus den Fäkalien sogenannte Biokohle. Dabei werden mögliche Krankheitserreger komplett abgetötet. Das Ziel unserer Forschung ist zu untersuchen, wie die Biokohle wirksam als Dünger eingesetzt werden kann.